Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Westlausitz. Weit über die sächsischen Landesgrenzen hinaus ist Pulsnitz vor allem als Pfefferkuchenstadt bekannt. Nur hier hat sich einmalig in ganz Deutschland dieses hochspezialisierte Handwerk bis heute seinen Fortbestand bewahrt und wird derzeit noch von insgesamt 8 Handwerksbetrieben ausgeübt. Das Pfefferkuchenmuseum erzählt die Geschichte des Pfefferkuchens und dessen Einfluss auf die Stadt. Nun darf sich das Museum über eine Förderung vom Bund freuen. Mehr dazu haben wir nun für Sie. Das Pulsnitzer Pfefferkuchenmuseum erhält mehr als 10.000 Euro Fördermittel aus dem Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und Landwirtschaftliche Museen 2021. Damit wolle man nicht nur dem Museum durch die wirtschaftlich schwierige Zeit der Pandemie helfen, sondern auch die Einzigartigkeit der Pfefferküchlerei würdigen, so Bundestagsabgeordnete Karen Ley. Das Pfefferkuchenmuseum zeigt den Besuchern die Geschichte des Pfefferkuchens und seiner Herstellung. Die Impfzentren in Sachsen werden schließen. In Brandenburg bleiben 12 Zentren bestehen. Die 13 sächsischen Impfzentren schließen ihre Türen bis Ende September an unterschiedlichen Tagen. Für den Standort Kamenz bedeutet das eine Schließung am 15. September und für Löbau am 21. September. Grund für die unterschiedlichen Schließtage ist der fristgemäße Auszug aus den Liegenschaften. Bis zum jeweiligen Schließtag werden in allen Impfzentren Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Die Impfzentren in Brandenburg arbeiten nun in kommunaler Trägerschaft. So sind nun die Landkreise und kreisfreien Städte verantwortlich. Nur 2 Impfzentren wurden hier geschlossen, da die Landräte zu hohe Kosten fürchteten. Es handelt sich hier um die Standorte Elsterwerda und Oranienburg. Dienstagmittag ist auf der B98 in Ramenau ein Bus komplett ausgebrannt. Als die 3 Insassen und der Fahrer Brandgeruch wahrgenommen hatten, fuhr er schnell an eine Haltestelle. Alle konnten unversehrt das Fahrzeug verlassen. Das fing sofort Feuer. Ein technischer Defekt gilt als Ursache. Für die Dauer der Bergung war die Straße in dem Bereich längere Zeit gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Nach einjähriger Pause soll der Bischofswerder Unternehmerempfang in diesem Jahr wieder stattfinden. Wie es aus dem Rathaus heißt, musste er 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun wurden bereits zahlreiche Unternehmen aus der Umgebung eingeladen, um gemeinsam mit der Stadt, der IHK und der HWK Dresden die beiden vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Der diesjährige Unternehmerempfang findet am 14. Oktober statt. Anmeldungen werden noch bis Ende nächsten Monats entgegengenommen. Der Landkreis Bautzen hat jetzt die neuen Busfahrpläne bekannt gegeben. Zum 6. September treten diese in Kraft. Besonders auf den Linien 157 und 165 gibt es große Änderungen. So öffnet mit Beginn des neuen Schuljahres auch die neue Grundschule am Markt in Laubusch. Daher entfallen in Zukunft alle Halte der Linien an der alten Grundschule. Auf der Linie 165 gibt es zudem zahlreiche Anpassungen bei den Abfahrtszeiten sowie der Start- und Endpunkte. Die Verkehrsbetriebe bitten daher, sich vor Antritt der Fahrt ausreichend zu informieren.
Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Lausnitz sind 3 Personen verletzt worden. Ein Peugeot hatte auf der Dresdner Straße einen PKW überholt, der nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die Verursacherin und ein 16-Jähriger sowie ein Kleinkind aus dem anderen Auto verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt hier zudem ca. 10.000 Euro. Der Verein Löbau lebt veranstaltet in der kommenden Woche eine VR-Tour durch die Oberlausitz. Die Tour mit dem Thema virtuelle Realität ist ein Ferienangebot für und für Jugendliche. An den Standorten Löbau, Neugersdorf und Zittau können die Teilnehmer einiges über Historisches aus der Region im Zusammenspiel mit moderner Technik erfahren. Die Jugendlichen können nach etwas Theorie auch VR-Brillen aufsetzen und ein Umgebindehaus digital erkunden. Im Anschluss wird ihnen dann auch gezeigt, wie man selbst eine virtuelle Realität erstellen kann. Am Mittwoch, den 25. August, startet die Tour in Löbau in der Bahnhofstraße 26. Weiter geht es dann am Donnerstag in Neugersdorf bei der Stiftung Umgebindehaus in der Ernst-Thälmann-Straße 42. Und am Freitag Zittau in der Kinder- und Jugendhausvilla Hochwaldstraße 21b. Das Projekt geht jeden Tag von 10 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist per Mail an makerspace.geistesblitz@gmail.com erforderlich. In einem ungewöhnlichen Outfit präsentierte sich am Sonnabend der Kamenzer Hutbergturm. Bereits am frühen Morgen waren einige Enthusiasten auf den Berg gestiegen, um das Wahrzeichen der Lessingstadt mit 4 Stoffbahnen zu verhüllen. Die Initiatorin der Aktion, Kerstin Boden, zeigte sich überglücklich. Na, wenn Sie das hier sehen, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass ich sehr happy bin, dass das alles funktioniert hat. Das ist ja nun doch ein riesengroßes Experiment hier gewesen. Wem es interessiert, das sind jetzt 6240 Quadrate zusammengefügt. Wir haben 4 Turmseiten verhüllt zu verschiedenen Themen. Was man im Hintergrund sieht, das ist das Thema Herberge, Pilgern, kann man ja an der Muschel erkennen. Eine Turmseite ist dem nahenden 800 Jahre Stadt des Kamenz gewidmet, eine zum Thema Natur und eine zum Thema Glück. Und ich bin natürlich total glücklich, dass es jetzt hängt. Und das nicht nur einfach so, sondern auch für einen guten Zweck. Kerstin Boden und ihre Mitstreiterinnen wollen die Aufmerksamkeit auf das benachbarte Pilgerhäusel lenken. Dieses verfügt bislang nur über einfachste sanitäre Ausstattung. Die fast 200 Strickliesel aus ganz Deutschland, Holland und der Schweiz verfolgen mit der zeitweisen Verhüllung des Hutbergturms und mit einem unlängst begonnenen Internet-Crowdfunding ein bestimmtes Ziel. Also es ist ja so, dass wir für die Sanierung der Herberge 15.000 Euro so zusammenkriegen müssen. Und ich kann vermelden, 6.000 haben wir schon. Also es fehlt noch was, deswegen bin ich total froh und happy, dass jetzt auch Gäste kommen. Und ich hoffe, dass in der Kasse noch ein bisschen was klingelt. Ja, dass wir heute Abend vermelden können, es wird eine Dusche. Zu den Unterstützern der Aktion gehört auch die Stadt Kamenz als Eigentümerin des Pilgerhäusels. Oberbürgermeister Roland Danz ließ sich schnell von der Idee begeistern und überzeugte auch den Stadtrat. Dieser hat beschlossen, bis zu 7.500 Euro beizusteuern, je nachdem, wie viel Geld nach der jetzt begonnenen Crowdfunding-Aktion noch fehlt. Die Feierstimmung der Kamenzer und ihrer Gäste setzte sich auch noch am Abend fort. Und das, obwohl das Forstfest zum zweiten Mal hintereinander ausfallen musste. Das als Ersatz organisierte Stadtfest auf verschiedenen Plätzen der Innenstadt stand dem in Sachen Stimmung jedoch nicht nach. Es war den Besuchern anzumerken, wie sie dieses anderthalb Jahre lang vermisste Gefühl genossen. Vom 23. bis 25. August geht der Streik der Lokführer in die nächste Runde. Seit heute 2 Uhr nachts stehen die Züge der Deutschen Bahn wieder still. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivenführer, GDL, hat ihre Mitglieder zum zweiten Mal in der laufenden Tarifrunde aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie streiken für mehr Löhne, für den Schutz ihrer Rente, sagte GDL-Chef Klaus Weselski. In der Lausitz betrifft der Streik Fahrgäste, die zum Beispiel zwischen Hoyerswerda und Dresden reisen. Es wird empfohlen, sich vorab auf der Website der Deutschen Bahn zu informieren, welche Verbindungen konkret betroffen sind. Die
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief heute Beschäftigte in mehreren Kaufland-Filialen in Ostsachsen zum Streik auf. Nachdem in den letzten Wochen in einzelnen Unternehmen gestreikt wurde, streiken heute und morgen gleichzeitig Beschäftigte aus den Kaufland-Filialen Kamenz, Hoyerswerda, Bautzen und Görlitz sowie Löbau, Zittau, Ebersbach und Großröhrsdorf. Laut Verdi seien die aktuellen Verhandlungen festgefahren. Die Arbeitgeber haben in der dritten Verhandlungsrunde am 28. Juli 2% mehr Lohn angeboten. Für die Tarifkommission sei das zu wenig. Sie fordere eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5% plus 45 Euro monatlich. Darüber hinaus ein rentenfestes Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Der neue Tarifvertrag soll außerdem eine verkürzte Laufzeit von 10 Monaten haben, um eine Angleichung an die anderen Bundesländer zu vollziehen. Für Gewerkschaftsmitglieder werden zusätzliche 3 freie Tage als Gesundheitstage gefordert. Nach der Ferienzeit sollen die Streiks bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 13. September weitergehen. Am Jakobsweg im Bischofswerda Ortsteil Goldbach können sich die Pilger jetzt über Wissens- und Sehenswertes informieren. Zu verdanken ist dies den Goldbacher Ortschronisten Gisela und Gerald Heusinger, die hier eine Infotafel gestaltet haben. Neben der Entwicklung der Goldbacher Kirche thematisieren sie auch Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe sowie die benachbarte Schule. Unterstützung für das Vorhaben Infotafel leisteten der Ortschaftsrat, der Dorfverein Goldbach und der städtische Bauhof. Zur Finanzierung trug das kommunale Ehrenamtsbudget des Freistaates Sachsen bei. Der Bautzener Landrat Michael Harich wendet sich mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder. Daran kritisiert er unter anderem die ab Oktober kostenpflichtigen Corona-Tests, die laut eigener Aussage zu einer zusätzlichen Spaltung der Gesellschaft führen. Des Weiteren fordert er einen besseren Umgang mit dem Klimawandel. Mit Maßnahmen wie Erhöhung von Spritpreisen durch die Rückkehr von 16% auf 19% Mehrwertsteuer und der ersten Stufe der CO2-Bepreisung fördere man die Spannung zwischen Stadt und Land. Elektromobilität sei in Deutschland noch nicht so weit, vor allem nicht für sozial schwache Menschen. Zu diesem und weiteren großen Themen benötige es eine vorbehaltlose Diskussion und stärkere Kommunikation. Jede Meinung müsse erlaubt sein, so Harich weiter. Der gesamte Brief wurde auf der Internetseite des Landkreises Bautzen unter Aktuelles veröffentlicht. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz hat am Mittwochmorgen eine 23-Jährige an der Fichtestraße aufgegriffen. Sie wurde per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Die Frau war betrunken und stand unter Drogen. Sie konnte die offenen 1.400 Euro nicht zahlen und zog wenig später in eine Justizvollzugsanstalt ein. Das konnte ein Mann gerade noch verhindern. Der ebenfalls Gesuchte hatte sich am Morgen im Revier gemeldet, um seine noch ausstehende Strafe von 1.800 Euro zu begleichen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft veröffentlichte am Dienstag, dem 18. August, ihre Auswertung über die Bildungssysteme aller Bundesländer. Sachsen belegte zum 16. Mal in Folge den ersten Platz. Der Freistaat wird vor allem für sein gutes Ganztagsangebot gelobt, für viele gut ausgebildete Kita-Beschäftigte mit Hochschulabschluss und starke Leistungen der Schülerinnen und Schüler bei Vergleichsarbeiten. Das Land Brandenburg hingegen schaffte es nur auf den vorletzten Platz. Schwächen sehen die Forscher vor allem bei dem Thema Digitalisierung und Lernerfolg. Die Erfolgsquote in den Abschlussprüfungen von Brandenburg in der dualen Ausbildung sei sehr niedrig, so die Studie. Zudem würden viele Grundschüler zu spät eingeschult und der Anteil an vorzeitig abgebrochenen Ausbildungsverträgen sei ebenfalls überdurchschnittlich. Die Stadt Kamenz will Einfluss auf die Entwicklung der früheren Straßenmeisterei im Stadtteil Bernbruch nehmen. Der Stadtrat hat eine Veränderungssperre für das Areal erlassen und ein B-Planverfahren eingeleitet. Außerdem beansprucht die Stadt ein Verkaufsrecht. Seit der Inbetriebnahme der neu errichteten Straßenmeisterei in Königsbrück wird die Einrichtung in Bernbruch nicht mehr benötigt. Der Landkreis Bautzen als Eigentümer hat das Grundstück zum Erwerb ausgeschrieben. Die Stadt Kamenz begründet ihre Maßnahme mit der Notwendigkeit, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern. Insbesondere sei der Schutz der angrenzenden Wohnbebauung zu gewährleisten.
Der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen erhält mehr als 1,2 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Das Programm Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren in den Kohlekraftwerkstandorten, kurz STARK, soll den Strukturwandel in den Kohleregionen unterstützen. Dabei geht es allerdings nicht um Bau oder andere Infrastrukturmaßnahmen, sondern um die Schaffung von personellen Kapazitäten für die regionale Entwicklung im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes. Mit dem Geld können in den kommenden Jahren 5 neue Personalstellen finanziert werden. Auf einer Waldlichtung bei Beiersdorf haben am Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache fast 80 Strohballen gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 17 Uhr alarmiert, sie konnte sie nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere tausend Euro. Auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Bayer stand am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache eine Lagerscheune in Flammen. Das Gebäude mit einer Größe von ca. 10 x 20 Metern brannte bis auf die Grundmauer nieder. Die Höhe des Sachschadens hier liegt bei ca. 25.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Kripo auch in Richtung Brandstiftung. Der 14. Heuvoi Citylauf am 11. September im FKO Freizeitkomplex Ost Hoyerswerda. Von der 10 Meter Windelflitzerstrecke zum Krabbeln bis zum 10 Kilometer Hauptlauf ist hier am FKO für jeden Laufbegeisterten etwas dabei. Übrigens, mit dem neuen Click and Run System wird der VBH Firmathlon dieses Mal noch interessanter. Also einfach informieren unter sportclub-hoyerswerda.de. Anmelden und dann mitlaufen. Der 14. Heuvoi Citylauf begrüßt euch gemeinsam mit der Lausitzer Seenlandstiftung und weiteren Partnern am 11. September ab 10 Uhr im FKO Freizeitkomplex Ost Hoyerswerda. Seid dabei! Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Kinder, Eltern und Großeltern können sich bald gleichermaßen über ein neues Kinderbuch freuen, welches sich ausschließlich um die Kultur und das Leben in der Oberlausitz dreht. Das Kinderbuch Abenteuer in der Oberlausitz behandelt dabei nicht nur die Geschichte der Oberlausitz und ihre vielen kleinen Besonderheiten, sondern bietet auch zahlreiche Reiseempfehlungen. Wir verlosen außerdem einige Exemplare des Buches. Wie Sie dieses großartig illustrierte Kinderbuch gewinnen können, das erfahren Sie am Ende des Beitrages. Ihr seid die Ersten, die eine Lesung bekommen mit dem Buch Abenteuer in der Oberlausitz. Autorin Judith Schreiter las am 18.08. im Krankenhaus Großschweidnitz bei Löbau kranken Kindern aus ihrem neuen Kinderbuch vor. Abenteuer in der Oberlausitz, Lilly, Nikolas und die geheimnisvollen Fremden. Es spielt an vielen bekannten Schauplätzen in der Region. Was genau passiert, erzählte die aus der Lausitz stammende Autorin der Lausitzwelle exklusiv. Es ist zweiseitig. Auf der einen Seite haben wir eine Art Reiseliteratur. Es ist also eine Familie, Papa, Mama, großer Bruder, kleine Schwester, also Nikolas und Lilly, verreisen. Die verreisen gerne und diesmal sind sie also in der Oberlausitz und besuchen verschiedene Ortschaften, Sehenswürdigkeiten, gucken sie sich an und so. Aber es entsteht auch eine Geschichte, eine spannende Geschichte, weil da tauchen so zwei fremde Männer auf, die in derselben Pension offensichtlich mit übernachten. Und sie gehen auch ein bisschen unwirsch auf die Kinder zu, sodass die Kinder auch ein bisschen Angst haben vor ihnen. Und es ist doch spannend, was die da nun eigentlich wollen. Die Auflösung kann ich natürlich nicht geben. Die Kinder, das sind nachher dann nicht nur die zwei Berliner, Lilly und Nikolas, sondern das sind dann noch aus Oberkunnersdorf die Pia, Benny und Leo, mit denen sie zusammen einiges unternehmen. Also für mich ist so ein Highlight, dass sie in Oberkunnersdorf durch die Bach wandern.
Ne? Und dadurch sich die Region oder die Landschaft so ein bisschen übers Wasser erarbeiten. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Na, einmal natürlich dadurch, dass ich selber ja in der Oberlausitz geboren bin. Ich bin also in Löbau geboren, habe in Niederkunnersdorf zwar nur 3 Jahre gelebt, aber war dann immer in den Ferien bei meiner Tante Alma und war eigentlich viel lieber Oberlausitzerin als Berlinerin. So. Und dadurch habe ich natürlich, ist so mein Herz überall mit dabei. So. Und dann habe ich auch noch das Glück, dass meine Eltern gute Freunde haben, die heißen Hajo und Heidi Roth. Und der Hajo Roth ist mittlerweile Ortsführer in Oberkunnersdorf und der hat mich natürlich bespickt mit jeder Masse Information aus der Geschichte, was ich so jetzt nicht gehabt hätte. Ne? Ja, und dann brauche ich natürlich meine Fantasie, wenn ich so mir überlege, was denen dann so passieren könnte. Was ist das Spannendste daran, für Kinder zu schreiben? Also einmal, dass ich dadurch selber auch wieder mein Kindsein vorkramen darf, möchte, muss. So, ne? Die 3 Sachen. Und dass ich dadurch auch wieder lerne, wie ein Kind auf die Sachen zuzugehen. Ne? Es ist lebendiger, also ich werde wieder lebendiger dadurch. Und es macht natürlich nachher auch viel Spaß, mit den Kindern diese Bücher dann zu lesen und mit ihnen dadurch in Kontakt zu kommen und zu reden. Das ist, ist was Schönes. Also ja, Kinder machen mich lebendiger wieder. Welche Altersgruppe sollte Ihr Buch vorgelesen bekommen? Gedacht war es ursprünglich von 8 bis 12, so. Mittlerweile habe ich aber festgestellt, dass das also auch 70, 80-Jährige sehr gerne lesen, weil sie dann in Erinnerungen schwelgen. Also es scheint so ein Familienbuch zu sein, was mich auch sehr freut, weil ich selber mag auch Kinderbücher, die auch für uns Erwachsene mit aufgehen. Das war schon immer was ich gedacht habe, so müsstest du das schreiben, dass das alle gerne lesen. Aber ursprünglich gedacht ist es tatsächlich so für Kinder zwischen 8 und 12. Welche der beschriebenen Stationen ist Ihr persönlicher Favorit, den Sie Kindern weiterempfehlen würden und warum? Oberkunnersdorf und Niederkunnersdorf und die Geschichte. Für Kinder ist die Schmalspurbahn interessant, die vielen Freibäder, das Damastmuseum in Großschönau. Das ist wirklich auch total spannend, weil die haben dort auch so eine Rallye, Wissensrallye extra entwickelt. Auch der Faktorenhof in Eibau ist was Interessantes. Und natürlich muss man auf dem Eubin gewesen sein, in dieser großen Ritterburg, Königsburg eigentlich. Und das ist so was Schönes zum Klettern. Und der Steinzoo in Jonsdorf. Wenn man also Felsengebilde, die aussehen wie ein Löwe oder wie ein Nashorn oder sowas, ne? Das ist schon was. Das regt die Fantasie an und man darf klettern und rumtoben. So. Also ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Abenteuer in der Oberlausitz ist im Bieber und Butzemann Verlag erschienen und kostet 15,95 €. Die Lausitzwelle verlost exklusiv einige Exemplare dieses schönen Kinderbuchs. Alles, was Sie hierfür tun müssen, liebe Zuschauer, ist Ihren Lausitzwelle-Lieblingsort für Kinder an uns zu senden. Eine E-Mail an info@lausitzwelle.de oder eine Postkarte an Lausitzwelle, Schulstraße 15, 029 77 Hoyerswerda genügt. Der Einsendeschluss ist der 31. August. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück. Es war einmal ein Ring. Im 11. oder 12. Jahrhundert diente er einer slawischen Frau als Kopfschmuck. Und als sie gestorben war, legte man ihr den treuen Begleiter als Beigabe mit ins Grab. Doch hier endet die Geschichte nicht, sondern sie beginnt erst. Denn etwa 1000 Jahre später kam der Ring wieder zum Vorschein, wie Susanne Schöne vom Sächsischen Landesamt für Archäologie zu berichten weiß.
Das sind auch Altgrabungen, die schon 1993, 94 stattgefunden haben in Dobranitz. Da gibt es in der Nähe auch zwei Wallanlagen in Koblenz und Dobranitz selber. Und da ist in der Nähe beim Sandabbau, wurde da auf ein Gräberfeld gestoßen. Das ist auch schon mehrphasisch belegt, also nicht erst in der slawischen Zeit, aber aus dieser Zeit haben wir dort mehrere Hügelgräber und auch Körpergräber. Und aus denen wurden eben Schläfenringe unter anderem geborgen und die sind auch mit eingescannt worden. Der kleine Ring aus Dobranitz spielt nämlich eine wichtige Rolle in einem Projekt, welches das Landesamt derzeit mit mehreren Partnern aus Deutschland und Polen durchführt. Es steht unter dem Motto 1000 Jahre Oberlausitz, Menschen, Burgen, Städte und beleuchtet verschiedene Aspekte der gemeinsamen Geschichte. Dazu zählt auch die slawische Besiedlung der Oberlausitz. Und dabei begegnen sich uralte Historie und modernste Technik. Ja, der 3D-Scan wird durch das Landesamt für Archäologie, also unter dem archäologischen Gesichtspunkt, umgesetzt und bezieht hauptsächlich frühmittelalterliche Funde ein. Ort des Geschehens ist das 3D-Scanlabor am Sitz des Landesamtes in Dresden-Klotzsche. Hier sorgen Cornelia Pönitz und ihre Kollegen dafür, dass Wissenschaftler und interessierte Laien einen ganz neuartigen Blick in die Vergangenheit werfen können. Doch wie funktioniert das? Also wenn ich ein Fundstück erhalte, dann schaue ich mir das erstmal an, wo liegen die Besonderheiten und die Probleme. Danach lege ich ihn unter den Scanner. Und wenn ich den Scanner dann ausgerichtet habe auf das Objekt, mache ich von einer Seite eine Runde von mehreren Scans. Die werden dann berechnet und zusammengefügt. Dasselbe passiert mehrfach und von allen Seiten, um einen möglichst kompletten Scan zu erhalten. Der Scanner oder genauer Streifenlichtscanner wirft ein fächerförmiges Muster aus immer schmaler werdenden hellen und dunklen Flächen auf das Objekt. Nach einer 90-Grad-Drehung des Tellers beginnt das Spiel von vorn. Doch so einfach, wie das vielleicht klingt, ist dieser Vorgang keineswegs. Denn auch die modernste Technik hat ihre Tücken. Und so muss Cornelia Pönitz noch eine umfangreiche Nachbearbeitung durchführen. Wenn es zu Problemen kommt, wie bei meinen Objekten, die eher glänzen, weil sie aus Silber bestehen oder so, dann muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Da entsteht dann Messrauschen, was durch die falsche Reflexion so kleine Spitzen bringt. Und sowas bereinige ich dann, aber nur im Mindestmaß. Der fertige Scan steht weltweit allen Interessierten zur Verfügung. Er kann am Bildschirm gedreht, vermessen, unterschiedlich beleuchtet und in vielfältiger Weise untersucht werden. Vor allem aber... Man kann natürlich das Objekt auch ausdrucken und das eben auch nutzen für verschiedene Varianten. Eben auch, dass man es auch mal in die Hand nehmen kann. Und so sendet Cornelia Pönitz die Objektdaten an das vom Löbau lebt e.V. betriebene Makerspace Geistesblitz, wo ein umfangreiches Arsenal an 3D-Druckern zur Verfügung steht. Zur Demonstration wird der Schläfenring in doppelter Größe ausgedruckt. Schicht für Schicht wachsen die Ringbögen empor. Der massive Quader in der Mitte dient als Stützkörper. Der Druckvorgang dauert etwa 40 Minuten, allein die Öse nimmt 10 Minuten in Anspruch. Im Anschluss müssen noch der Stützblock sowie feine Fäden, die der Kunststoff geworfen hat, entfernt werden. Das zweite Leben des Rings von Dobranitz, es hat begonnen. Das war unsere Regionalzeit für die Westlausitz. Die nächste Ausgabe folgt in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.